Das war das Traurigste, was ich an Interview bis jetzt erlebt habe. Ich meine, ich habe schon viele fertige Typen, von Diamanda Galas bis, was weiß ich irgendwie, aber Shane McGowan, der war so weit weg, der war auf der anderen Seite über die Brücke, irgendwie als ob er im Sumpf versinkt, aber noch niemals Hilfe ringend die Arme ausstreckt. Er scheint sich in seiner Suppe da wohl zu fühlen, in der er mehr versinkt und er lacht über sich selber. Und der ist wirklich, der ist fertig, der ist weg vom Fenster und wir können uns über jeden Tag freuen, wo wir ihn noch da haben, wo wir ihn im Konzert sehen können. Ja, aber es hat einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen, diese Moderation, dieses Interview. Wie aus einem Shane McGowan-Fantastik-Idee, ihn so zu sehen, weil es hat nichts mehr mit Punkrock zu tun oder mit sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur noch traurig und noch bitter. Weil er ist zweifellos ein grandioser Songwriter und hat wirklich super geile Sachen schon geschrieben. Und naja, was Finn schon sagte, das ist meine Sache, leider Gottes. Schade drum. Hier ist Shane McGowan. So, this is Shane McGowan, ex-singer with the Pogues. Now he formed his own band, the Pogues. We haven't heard a long time from you. What did you do? Let's do some things. Certain things, yeah. Can you give us some details? Yeah, I mean, it's 3 years ago. I'm in China, you know, I'm around with Johnny Depp, you know. In the press info from WEA Record Company, they said you left the band some couple of years ago. I remember at that time the media said you were kicked out of the band. So what was the real story? What happened? I can't ask you to leave the band. Yeah? They kept on saying, yeah, I can't. One more two. So, in the end, like, I just gave up completely and they sacked me, yeah. What was your feeling at that time? Relief. Do you like living? Do you enjoy living? Yeah. Okay, so everything's fine for you now, having a new record? No. No. I want money. You want money? Yeah. That's why you're in the business. The only reason I'm still in the business is because they own me. Does that mean that you haven't finished with your past? I've never met anyone who hasn't finished with their past. Doesn't mean anything to you? That's what God is to me, yeah? This is Chinese philosophy, isn't it? Yin and Yang? Yeah. Yeah. You that you have an image of an alcoholic? No, not at all, personally. The only way it bothers me is that it carries on a myth.
is true, you know. Lyrics. Depends how much of how I'll find that dream. Some people think you're more a poet than a musician, or how do you see yourself? A musician. You're a musician? Yeah.